Herzlich willkommen zum Content Talk. Content ist heutzutage überall. Du schaust auf YouTube irgendein Video zum Lehren. Lies einen spannenden Blog oder du hast am Abend noch einen Podcast hören zum Einschlafen. Content ist sehr vielschichtig, hat viele Facetten und so auch meine Gäste. Der Simon Moser oder Michel Schelker, besser bekannt als Moser und Schelker von Energy Bern. Guten Tag, schön, seid ihr da. Ciao, Fabio. Fabio, merci vielmals. Schön hier. Ah, du bist ja bei uns. Genau, das ist das Konzept. Ich gehe zu den Leuten her, baue mein kleines Videopodcast-Studio auf. Und ihr habt jetzt die beiden guten Mikrofone bekommen. Normalerweise ist ein Gast. Normalerweise sind die ersten Gäste. Gut, wir hatten auch kein Problem, eins zu teilen. Wir sind so nahe. Genau. Und ich habe hier das 0815 Mikrofon. Ich hoffe vom Ton her, dass wir ungefähr gleich sind. Ihr habt natürlich von euch die schönere Stimme. Meine erste Frage, und die wird immer so sein in diesem Podcast. Wo erreiche ich dich? Ah nein, das ist Land zum Brechen. Land zum Brechen. Nein, meine erste Frage ist... wie geht es euch? Lass doch mal ein bisschen reden. Wir können ja ein bisschen raten. Nebst Schlafen, mit was verbringt ihr die meiste Zeit in eurem Leben? Mit dem. Schnell gesehen. Und vielleicht noch schnell schlafen, wäre bei mir nicht mal, glaube ich, erste Stelle, mit was ich am meisten Zeit verbringe. Im Moment schlafen, das ist nämlich so ein bisschen Mangelware bei uns. Wieso? Wie viel schlaft ihr? Nicht viel wäre die Antwort. Ich sage so zwischen 4 und 6 Stunden pro Nacht. Oder? Ja. Kommt jemand her? Wie reicht das? Nein, wir sammeln natürlich noch ein paar Schlafstunden durch den Tag durch. Aber weil wir halt morgen schon machen, ist man früh wach und dementsprechend kommt man zu wenig Schlaf in der Nacht. Und dementsprechend altert man auch ziemlich schlecht. Er ist nicht 60 und ich bin nicht 50, er ist ein bisschen über 40. Ich bin 25 und er ist 18. Wir sehen es noch nicht mehr. Genau, für die, die euch nicht sollten kennen. Gibt es Leute, die euch nicht kennen? Nein. Eben, gell, der Fein. Auf die müssen wir nicht eingehen, nein. Reden wir doch zu denen, die uns kennen. Nein, noch schnell für die, die es nicht sollten wissen. Morgenshow bei Energy Bern, DJs, Podcaster, Social Media Stars. Wie viele Leute erreicht ihr? Pornostars hast du vergessen. Das ist so ein. Das ist privat. Onlyfans, genau, Onlyfans. Wie viele Leute erreicht ihr pro Woche? Wisst ihr das? Also, wir können zusammenrechnen. Radio sind 150.000 pro Tag. Morgen. 150.000 pro Tag, Energy Bern. Ja, genau. Je nach erstem Wochenende. Wenn folgt zwischen 500.000 und 2 Millionen. Das kommt auch drauf an. So wie der Algorithmus läuft. Beim Podcast sind es so zwischen 50.000 und 60.000 Hörer pro Woche. Also pro Folge. Wir bringen einmal in der Woche eine neue Folge raus. Wisst ihr, wie viele Follower oder Zuhörer mein Podcast hat, mein Videopodcast? Zwischen 5 und 10 Millionen. 10. Genau, meine Eltern und der Götti. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wie heisst Mami? Ein lieber Gruß an Gabi. 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 Schön, bist du uns. Gabi. Man kann aber auch den Videopodcast ganz verrückt auf YouTube schauen. Also es ist Ton und Bild im 21. Haben wir zum Beispiel nicht. Wir haben uns wirklich dafür entschieden. Wieso nicht? Gute Frage. Kapazität, also ich meine, das, was du jetzt aufbauen hast, was jetzt du noch als Nachbearbeitung musst durchführen musst, muss jemand machen. Und in unserem Fall haben wir wie niemand und wir zwei haben nicht noch Zeit, sondern nebenbei zu machen. Und wir sind auch bewusst dafür entschieden, dass ein Podcast halt einfach für uns Audio ist und wir mit unserem Visuellen den nicht verhunzen wollen. Ja, nein, es ist in erster Linie Kapazitätsfrage. Zudem haben wir heute schon eine Morgenshow hinter uns. Das kann gut sein, dass also bei mir sich der eine oder andere Versprecher einschleicht. Ich sei entschuldigt. Jetzt sagen wir dreimal hintereinander Kapazität. 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 Jetzt können wir es wieder. Und Authentizität. Authentizität. Da können wir nachher auch noch drauf zu reden. Hast du auch noch eine Frage zu dem? Wir reden in diesem Podcast ja hauptsächlich, es geht um Content. Was macht guten Content aus? Wie kommt man auf gute Ideen? Für euch eigentlich, wenn man so in aller Munde Content, wenn ich das aber fragt, was ist für euch Content? Wie würdet ihr das beschreiben? Boah, ich finde es mega schwer. Für mich ist es im weitesten Sinn Inhalt. Es klingt halt nicht so sexy wie Content. Aber egal, auf welcher Plattform Inhalt bieten. Aber das kann in welcher Form und in welcher Art und Weise, egal was sein. Darum finde ich es aber so
schwierig, Leute, die sich ja heute Content Creator nennen. Das ist einfach wie ein schönes Wort als Influencer im weitesten Sinne. Es ist so ein ganz weiter Begriff. Und ich glaube, jeder kommt Angst zu seinem Content. Bei uns ist es in erster Linie intuitiv. Also sehr viel Bauchgefühl, weil es manchmal schon Konsequenzen hat. Aber die Intuition ist sicher, ich kann von mir reden, Zahn und auch. Definitiv, ja. Genau, weil eben bei euch, ihr müsst jede Woche einen Podcast machen. Jeden Morgen, Morgenshow, dann Social Media. Ihr habt ja selber privat auch noch viele Follower. Wie viele Follower habt ihr da irgendwie zusammen? Wisst ihr das? 100'000. Mehr? Oder mehr? Also, zusammen? Zusammen haben wir über 100'000 auf Instagram und auf Facebook sind es vielleicht knapp 100'000. Zusammen. Und die müsst ihr oben spielen, also jede Woche Content machen. Wie geht man das her? Hat man da eine Strategie, einen Plan? Ja, nein, ich nicht. Ich überhaupt nicht. Aber es kommt natürlich darauf an, auf welchem Vektor. Da müssen wir unterscheiden. Auf welchem was? Sag mal, Vektor. Auf welchem Kanal? Ja, wenn wir jetzt die Morgenshow anschauen. Dort ist natürlich der Content wie gegeben. Das ist eine Dienstleistung. Wir wissen mittlerweile, ich mache seit 20 Jahren Radio, er macht seit 3 Monaten Radio. seit 12 Jahren. Das ist wie eingeimpft. Wir wissen, was unser Durchschnittshörer hören am Morgen. Das heisst, wir orientieren uns an dem, am Bedürfnis vom Hörer. Wie wir das dann verkaufen und wie wir den Content präsentieren, das ist dann wieder mehr intuitiv und authentisch. Dann hast du bei ersten Wochenende ein anderes Zielpublikum. Dort wollen die Leute Challenge, dort wollen die Leute Verzweiflung, dort wollen die Leute Drama. Und es soll nicht zu lang sein, weil es Social Media ist jetzt bei uns. Genau. Ja. Dort ist dann wieder eine andere Herangehensweise. Was mein Insta-Kanal anbelangt, das ist einfach so ein bisschen der Blick hinter Kulissen, privat. Dort gebe ich mir, wie ich bin, was ich zu erleben. Dort ist no Agenda. Und der Podcast geht so in erster Linie halt um unser Privatleben. Und das ist so ein bisschen alles. Wir haben sämtlichen Content also ein bisschen um unsere Personen aufbauen. Was etwas sehr vereinfacht, nämlich, dass wir sein können, wie wir sind. Und über das reden, was wir machen. Und zum Glück interessiert so noch ein paar wenige. Und dementsprechend ja, ist halt das Ganze sehr authentisch und hat nicht so am Reissbrett entstanden, Content. Genau, was macht ihr das? Eben, ihr seid in der Medialandschaft, seid eben Social Media oder Podcast oder Radio, kennt man euch? Was macht ihr anders als andere? Seid ihr einfach, habt ihr früher angefangen oder seid ihr einfach sehr gut? Das Mikrofon geht. Ah, ja! Ich weiß nicht, soll ich es einfach haben? Nein, warte schnell. Ich kann es einfach so haben. Klappe. Nein, das gehört dazu, weil hier ist eben das improvisierte Studio. Wir haben auch noch den Tisch von Energy kaputt gemacht. Moment schnell. Hast du frisch bestellt? Es ist eine Vorbereitung hier. Du. Ah! So ist sicher richtig. Warte, Moment, du musst noch meine auf vier. Jetzt habe ich von lauter Reses-Dinge. Ah, was uns unterscheidet. So, gut, alles. Was uns unterscheidet zu anderen, das kann man wieso eigentlich nicht pauschal sagen, was wir sicher haben, was selten gesagt ist, in der Medienlandschaft, sage ich jetzt mal, oder auch im Content-Bereich, so eine Symbiose, ein Verständnis von Humor, von Timing, von Dramaturgie, von ja, Inhalt allgemein. Das Bauchgefühl, das haben wir das Gleiche. Und das kann man vergleichen wie mit einer Liebesbeziehung. Dass du die Seelenverwandte triffst und dir nicht nach 5 Jahren auf den Sack gehst und komplett andere Wertvorstellungen entwickelst oder vielleicht schon von Anfang an hast, das haben wir nie gehabt. Lustigerweise sind wir eigentlich aus Privatpersonen sehr unterschiedlich. Er hat Familie, ich nicht. Ich bin Auto angefressen, er überhaupt gar nicht. Er ist dafür ambivalent, was irgendwie Suchtverhalten angeht, ob jetzt das irgendwie Sportwetten oder Nikotin ist. Das habe ich gar nicht, ich bin hinter der Bünzel. Wir haben so viel Gegenseitiges und gleich so ein grosses Verständnis füreinander und für den Humor. Und das ist, glaube ich, oder korrigiere mich, das, was ja es ausmacht. Und natürlich halt auch nochmal wegen des Wort Vektoren. Deutlich das einfach mal merken, dass wir auf verschiedenen Plattformen Professor Moser! Dass wir auf verschiedenen Plattformen stattfinden, ermöglicht dann natürlich ein Cross-Teasing, ein cross-mediales Nutzen von Content. Das heisst, wenn der Schelker auf seinem privaten Insta-Kanal wieder in ein Vogelnest rettet, kann das durchaus auch wieder auftauchen in einem Podcast. Wenn wir in einem Podcast einen freakigen Gast haben, können wir sagen, okay, das wäre noch ein Thema für in der Morgenshow. Wenn wir in der Morgenshow über XY reden, kann das am Namen weitergehen auf unserem Insta-Kanal. Wenn wir bei erstem Wochenende,
unterwegs sein, wird das auch begleitet auf dem Insta-Kanal. Das ist natürlich jetzt mittlerweile auch schön, wie man kann jonglieren und verschiedene Content auch auf verschiedenen Plattformen auch nutzen. Aber habt ihr manchmal das Gefühl so, oh Scheiße, wir müssten wieder mal? Weil Sie, also eben, wenn wir jetzt, wenn jetzt hier Marketingleiterinnen und Leiter würden zulassen, und nicht nur meine Eltern. Nein, dann heisst es ja, oh, wir müssen wieder mal einen LinkedIn-Post machen. Oh, wir müssen wieder mal etwas auf Instagram. Wir müssen unser Unternehmen einzugehen. Als Unternehmen, die sind Privatpersonen oder Personen des öffentlichen Interessens. Aber als Unternehmen, wie kann man da... Habt ihr mal das Gefühl, oh, ich muss wieder mal etwas machen? Oder ist das einfach... Es gehört schon zu dem Daily Leben dazu, seit der 8 Jahren, dass es so führt. Das kannst du halt verhindern, wenn du eine gewisse Leidenschaft an den Tag legst. Aber das ist jetzt halt nicht bei einem Marketingverantwortlichen vielleicht noch schwierig. Das weiss ich nicht. Bei uns ist es halt wie etwas anderes. Wir haben auch einen gewissen Hang zum Narzissmus, sonst würden wir den Job nicht machen. Und du kannst natürlich immer selber darstellen, deinen Humor teilen. Und wenn es dann noch ankommt, wie Simon gesagt hat, ist es noch viel glücklicher und fängt es noch viel mehr. Ich glaube, das Ziel müsste einfach wie sein, dass du wie einen Spagat findest, auch für die Firma, dass es authentisch ist, dass es unterhaltsam ist. Für sie. Also Unterhaltung heisst nicht immer nur, dass man lachen muss. Es kann auch informativ sein. Es muss irgendwie ein bisschen Gehalt haben. Und am besten ist immer, wenn man dazwischen spürt, dass die Leute, die das machen oder für brennen. Und sobald du für etwas brennst, ist es kein Müssen mehr, sondern dann machst du es einfach, weil du es gerne machst. Genau, die tun ja auch für Energy, hat dann gesponserte Beiträge. Wo dann Firmen kommen und sagen, Schelker, wir wollen, dass ihr etwas für uns macht. Und dann kommen eben meistens Marketing-Leute mit Marketing-Fragen und genau mein Produkt soll so und so. Und ja, nicht gewagt. Und ja, nicht irgendwie, dass dann plötzlich die Marke schlecht anstehen könnte, weil es ist ja kein Unterhaltungsbrand oder whatever. Wie geht es mit dem um, wenn dann Leute kommen oder Firmen und sagen, wo ich spüre das in meinem Alltag, wenn er irgendeine lustige Idee hat, du musst anders sein als andere. Und wenn du es gleich machst wie jeder andere, dann fällst du nicht auf. Und ja. Wie gehst du mit dem um? Das kommt halt ein bisschen darauf an. Also bei uns, Firmen kommen auf uns zu, wenn sie uns quasi als Opinion Leader, als Figuren Moses Schelker wollen. Und dann ist es halt ein bisschen etwas anderes. Also sagen wir jetzt irgendwie Firmen, die Werbeinhalte entwickeln, sondern die wollen uns. Und dann müssen wir näher, und das ist auch wieder relativ einfach, für uns entscheiden, was ist authentisch, was kommt gut über, was passt zu uns. Also wir können es immer an uns aufhängen. Also wir sind nicht die jetzt hier im Unternehmen oder korrigieren mich, wo wir irgendwelche coole Geschichten müssen uns überlegen, sondern die kommen ändern zu uns und sagen, du, wir möchten uns erst Wochenende wenn präsentieren. Also unser Format, das muss jetzt nicht immer erst Wochenende wenn sein, egal an welches Format angelehnte Sponsorings. Und das ist natürlich für uns auch Win-Win. Dann können wir quasi unser Ding weitermachen, wo ja irgendwie die Leute irgendwie noch erreicht und sie wiederum können wie auf den Zug aufspringen. Aber wir sind auch immer so, dass wir sagen, hey, ihr müsst einfach wissen, was sie kaufen. Also es geht jetzt nicht zum Beispiel in einem Podcast, ja, das kann man polarisieren. Er hat es vorhin gesagt, manchmal wird das Bauchgefühl ist manchmal ein schneller als die Hirne und er ist irgendetwas da, was vielleicht mal polarisiert oder ein bisschen Konsequenzen gibt. Und ein Sponsor muss einfach dem bewusst sein. Also mit uns nicht verbiegen weg dem Sponsor. Klar gibt es vielleicht gewisse Sachen, wo man halt dann, vielleicht trinkst du mal ein Bier danach, genau, voilà, ja. Ein Product Placement, wo wir zulassen, alles andere, wäre katastrophal, wenn wir uns verbiegen und unsere Formate irgendwie einem Sponsor anpassen. Also da muss sich der Sponsor an uns anpassen. Die sind kreativ. Wie wird man kreativ? Wie kann ich als Unternehmen kreativen Content machen? Stell dir Zahn da. Hey! fabiozahn.ch schauen, ein Wahnsinns-Website. Kann man das lernen? Ist es nicht wie Autofahren oder etwas, wo man kann lernen, man kann es verbessern, oder nicht? Aber wenn man nicht kreativ ist. Ja. Also das finde ich mega schwierig. Das ist wie etwas, entweder hast du es oder du hast es nicht. Du hast es ja auch gelernt. Hey, und jetzt ganz im Ernst. Also, der Schelker war vor 10 Jahren ein kompletter Quereinsteiger, hat irgendwie Punzeln gewechselt, das heisst Birnen gewechselt. Aber gleich bin ich schon vor dir, lieber Simon, ich wollte jetzt nicht dein Können absprechen. Nein, ich sage nicht, du hast von mir gelernt. Aber ich sage, man muss es nicht entdecken. Angeboren haben. Nein, man kann es entdecken. Man muss, ich glaube, einfach in erster Linie verliebt sein, das, was man macht. Genau. Und dann entsteht automatisch auch eine gewisse Kreativität. Aber ich sage, ja, ich will kreativ sein, das ist natürlich schwierig. Also mit dem Tablet ins Sitzungszimmer hocken und sagen, so Freunde, jetzt sind wir kreativ, das kommt meistens nicht gut. Auch bei uns nicht. Also, Wo habt ihr die beste Idee? Unter der Dusche, im Bett? Auf dem WC. Auf dem WC? Ja, in ruhigen Momenten. Wenn... Auf dem WC. Ja, sagen wir auf dem WC. Gut, also Podcast. Podcast, wieso habt ihr denn zumal, das ist jetzt, glaube ich,
Wie viele Jahre her? Hast du gut recherchiert? Drei Jahre. Es ist gleich die 200. Folge. Ich habe das, stundenlang recherchiert. 2019, die 200. Folge kommt dann. Wieso Podcast? Wieso habt ihr denn auf Podcast gesetzt? In erster Linie, weil das Format geil ist, weil wir einfach eine Stunde können reden über das, was wir wollen, dass wir fluchen können und dass wir dort hergehen können, sagen wir, gegen was, was weh tut, stinkt und dunkel ist. Das kannst du alles zusammen am Radio nicht. Es war eine neue Möglichkeit für uns auszuleben und noch ein authentisches Format zu haben. Das ist das absolut authentischste Format, das wir haben. Es gibt kein authentisches. Und das war der Grund, dass wir echt schon Jahre zuvor gedacht haben, jetzt machen wir einen Podcast, machen wir einen Podcast. Und dann haben wir dann vor 3 Jahren gesagt, jetzt müssen wir es machen, jetzt wollen wir es machen. Und das ist so entstanden. Mittlerweile 50'000 Zuhörerinnen und Zuhörer, Stündler, wieder sagen, wie wird der Podcast erfolgreich, wenn wir jetzt startet, so wie ich Videopodcast starte, wenn ihr mir Tipps geben könnt, okay, hey, so, gibt es ein Rezept, so kommst du auch mal 50'000 Zuhörerinnen. Ja, klar ist natürlich bei uns noch ein bisschen, glaube ich, der Bonus gewesen, dass wir halt die Plattformen, die anderen schon hatten und dementsprechend haben wir noch mehr können pushen. Rein inhaltlich einfach das Gefühl schon wieder die Authentizität. Sagst du das auch dreimal hingehen? Authentizität. Sehr. Oh, und jetzt stolz für das. Das ist sicher das Wichtigste. Habe ich das Gefühl, authentisch bleiben. Unterhaltung, auch hier wieder Unterhaltung bieten, in welcher Form auch immer. Es müssen nicht alle Pimmelwitze erzählen, dass es Erfolg hat. Es würde auch nicht gehen, wenn alle Podcasts, es gibt ja über jedes Thema Podcast, egal was, und jeder oder die meisten haben eine Daseinsberechtigung. Und von dem her ist es schwierig, wie zu sagen, das musst du machen und dann hast du Erfolg. Mach einfach das, was dir am meisten liegt und für das, was du brennst, und dann wird es dann hoffentlich berechtigterweise auch Erfolg haben. Ein No-Go bei Podcasts, wo du sagst... Eben nicht sich selber, sie jemanden spielen. Also wir, ja. Nochmal, wir machen Unterhaltungspodcasts. Es gibt natürlich Tech-Podcasts, eben so Geschichten, wie du machst. Content-Talk. Also da kann ich nicht mitreden, was dort genau... Das sind also Dienstleistungspodcasts. Aber wenn es jetzt darum geht, sich selber zu sein oder irgendwie Funny-Podcasts zu haben, Comedy-Podcasts, dann versuch nicht, irgendjemanden zu kopieren, bis die selber, dann willst du entweder erfolgreich sein, wie wir das sind, oder nicht. Es gibt mega viel mit dem, das weiss ich aber gar nicht, halt, wo unter dem Radar stattfinden, aber die Jungs und Mädels, die haben auch Freude, also wichtig, auch Freude an der Sache, auch nicht in erster Linie das Gefühl haben, ich muss jetzt 50'000 Hörerinnen erreichen, glaube ich, mit der Freude kommt viel mehr näher Feedback, als wenn du irgendwie etwas zwingen willst. Zwingt nichts, seid euch selber und mit ein bisschen Glück werdet ihr auch so erfolgreich wie wir. Das ist ein Sympathieträger, wow. Weil es noch nicht gemerkt hat. Ein technisches Ding, vielleicht gleich Hinweis, Regelmäßigkeit ist das A und O bei einem Podcast. Ein No-Go ist, wenn der Podcast mal, wenn jetzt das mal am Wochenende veröffentlichst, dann kommt wieder ein Monat keine Folge und dann droppst du mal in 2 Wochen 2 Folgen und dann kommt wieder ein Monat nichts. Das ist der Killer für jeden Podcast. Also wenn, grundsätzlich, wenn ich dich da unterbreche, für jeden Content. Regelmäßigkeit plus Verbindlichkeit, die beiden Sachen. Ja. Bei uns ist es morgen schon jeden Tag, bei uns ist Podcast eins pro Woche, bei uns ist erst Wochenende, wenn eins pro Woche, wenn die Staffel da ist. Also sehr verbindlich und regelmäßig. Ja. Bei mir wäre das eins pro Monat das Ziel. Das ist jetzt ein bisschen wenig. Ich würde schon Minimum eins pro Woche. Ich bin selbstständig. Ich bin selbstständig, keine Zeit für das. Ich habe nicht jemanden, der noch mit Kaffee und Salat und... Haben wir auch nicht. Ja, so wie du schnurrst, komm, Simon. Ich tue ja nur so schnell nicht, haben wir natürlich auch nicht. Also, wir sind Selfmade-Millionäre. Sind wir auch nicht. Stimmt. Aber eigentlich alles, was wir machen, ist Selfmade. Also, ja. Man hat immer so das Gefühl, wir sind ein riesen Team. Nicht klar, haben wir auch jetzt beim ersten Wochenende, wenn der Scherer, der Kameramann, da braucht es gute Leute, die du kannst vertrauen. Und je mehr um dich geschart hast von Leuten, die du kannst vertrauen, die gleiche Vision haben, umso besser. Aber bei uns ist es wirklich eigentlich mehr oder weniger eine Two-Man-Show. Und natürlich haben wir noch ein Unternehmen. Aber wir können es ja auf den Boden bringen. Also den Podcast machen wir zu zweit. Ja. Und zwar inhaltlich schneiden, uploaden, alles. Machen wir einfach zu zweit. Erst Wochenende oder Social-Umsetzungen machen wir meistens zu dritt mit dem Kameramann, weil wir beide einfach nicht cutten können. Also jetzt das, wie du machst hier, filmen ging vielleicht noch, aber dann irgendwie das zusammenschneiden und so, hätten wir viel zu lang und darum haben wir dort in. Und dann haben wir natürlich bei Energy, bei der Morgenshow, haben wir ein Unternehmen mit Produzenten, mit Praktikanten, die Inhalt liefern, aber morgen aufstehen und die Sendung präsentieren, machen wir auch zu zweit. Und die Events auch dort haben wir je nach Event natürlich ein gutes Team, das uns unterstützt. Klar. Also, es ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, dass es nur wir sind, aber in erster Linie auch für den Content an sich. Jetzt nebst der Morgenshow sind wir das zweite Team. Ja.
Content auf Social Media, das Zauberrezept von euch, gibt es das? Wo ihr könnt, die jetzt zuhören, sagen, hey, wenn ihr Content machen wollt, wo eben, wie viel hat er jetzt gesagt? 500.000 oder wie viel hat er? Follower jetzt? Oder? Nein, erreicht. Ja, zwischen 500.000 und 2 Millionen, eben, das ist je nach Folge. Halt, genau, ja. Die natürlich viel Follower, aber was ist guter Content auf Social Media? Hund und Kind. Katze. Katze. Hast du ja extra die Suche da? Genau. Also, es ist so, also bei mir auch selber, privat, wo ich mal ein Foto mit einem Hundewelpen habe gepostet, noch nie so viele Nachrichten bekommen. Aber ich finde, also, ja, das ist natürlich jetzt der einfachste Weg, Reichweite zu generieren. Ich meine, du musst einfach deine Nische finden, wo du vielleicht etwas machst, was es noch nicht 100 Mal gibt. Und wenn es schon 100 Mal gibt, machst du es einfach ein bisschen besser als die anderen, die es gemacht haben. Wenn du irgendwie suchst nach einem Erfolgsrezept, aber auch hier wieder. Wenn du jetzt sagst, du willst einfach Reichweite generieren mit Katzenvideos, kaufst du eine herzige Katze und filmst die den lieben Tag. Ja, das machen Millionen andere Leute auch. Jetzt geht mir nichts mehr jetzt um Unternehmen. Mhm. Wo jetzt hier, nicht als Privatperson, sondern als Unternehmen. Ich bin das KMU XYZ aus Bern und will auf Social Media. Fabio, da hast du bei der Premiere die komplett falsche Beine eingeladen zu diesem Thema. Mann, du kannst den Switch machen. Klar, reden. Aber die sagen auch, als Unternehmen kannst du doch auch ein mutig sein und andere Geschichten machen. Ja, natürlich. Ja. Ich Stell dir jetzt aber auch schon an, da musst du ein bisschen unterscheiden zu den anderen, aus dieser grauen, breiten Masse ausbrechen. Aber das ist natürlich dann auch sehr eine filigrane Geschichte. Und je nach Unternehmen kannst du dir das auch nicht erlauben. Kannst du es nicht? Tesla schießt dann einen Stein in das Auto rein, wo eigentlich so die Scheiben dann haben. Und dann geht es die Scheiben ja, kaputt. Aber Tesla ist ein fucking Weltbrand. Ja, ich doch gleich. Also, ich Tesla ist echt noch ein Free-Twist. Ich denke, mehr an Kummer und Brüder GmbH, ja. wo ich dann nicht würde sagen, komm, riskiert mal und tut auch euer Budget auf einen Stein eure Glasscheibe reinschiessen, riskieren. Sondern dort würde ich vielleicht gleich sogar ein bisschen konventionell. Es kommt doch extrem darauf an, was ist das Produkt, das du anbieten willst. Was? Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich grundsätzlich, das ist so ein bisschen unsere Erfahrung, dass viele Unternehmen viel zu vorsichtig sind, viel zu wenig Eier haben diesbezüglich und auch immer Angst haben, wie könnten die negativen Reaktionen sein? Wir tun also, so viel uns auf Test rauslassen in allem, was wir machen, und die negativen Reaktionen sind ein Mühe im Gegensatz zu den positiven. Das Negativste, was ihr je erlebt habt, wo ihr gesagt habt, das ist auch Kinder raus. Schau jetzt ein Beispiel, wir haben Dino Deno gemacht, SCB-Fans, Hardcore-SCB-Fans. Das ist das beste Beispiel, ja. Wollen, also böse gesagt, ein bisschen wollen mal in die Wunde legen. Wir haben die SCB-Fans von Kohila mit Jeansjacke und nur Bier saufen, natürlich persifliert und extrem überzeichnet dargestellt. Und ich dachte, so, jetzt laden wir das auf den Saisonbeginn. Er war der Deno, ich war der Dino. Ja. Primitiv schnurrenblöd, ein Hirnzeller. Genau. Nicht auf 10 Zellen, also wirklich ganz gedacht, blöd. Jetzt gibt es einen Shitstorm. Und auch zu Recht ein bisschen polarisieren, sich ein bisschen aus der Reserve locken und plötzlich die ganze Community und auch die SCB-Fans hinter uns gestanden. Das ist ein riesen Kult geworden. Alles andere ist jetzt Geschichte, mittlerweile gibt es die nicht mehr. Also es ist so weit gegangen, dass... Aber es war ja schlecht gewesen jetzt. Ja, nein, das ist eben nicht schlecht, das haben wir erwartet. Das ist ein Beispiel von was dass man Angst haben kann oder mit was dass man rechnet und was dabei rauskommt. Am Schluss kommt dabei raus, dass er Meister 4 wirklich die absoluten Hardcore-Fans, die in Stehrampen sind und jeden verschlägt, der an ihrem Platz steht, zu uns kommen und uns dafür feiern. Und wir haben ja... Also es muss natürlich auch bedingen, dass die Leute Humor mitbringen. Ich sage jetzt, bei gewissen anderen Fangruppierungen könntest du das vielleicht nicht machen. Die SCB-Fans sind dadurch halt einfach auch coole Leute, die ein bisschen über sich selber lachen können. Aber wir sind eben noch nie so richtig angegeben. Ja, aber gibt es nichts, wo du hättest... Also, jetzt habe ich mal das Telefon müssen für ihn auch mal noch entschuldigen. Es war gerade kleiner zu viel. Nein, also auf der einen Seite... Ja, Promis mal. Ja, also auf der einen Seite... sind wir ja schon länger in diesem Game drin. Und wir haben unseren Ruf aufgebaut, du hast den Ruf mal ruiniert. Oder? Das also du hast in erster Linie deinen Ruf schon manchmal ruiniert. Es ist einfach bei mir nicht mehr so spannend, dass sich Leute dann melden und sagen, du bist ein Arschloch. Was hast du wieder gesagt, wo ich mich eh nicht dazu äußere und es mir auch gleich ist. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Position du bist. Ja, fragen alle per se. Oder? Das ist etwas ganz, ganz anderes als wir Hampelmann und Spassmacher. Klar merke ich jetzt im Moment in dieser Wolke, wie sagt man, Dekade, wo wir leben, dass natürlich dort immer das Klima ein Thema ist. Wenn ich in der Badwanne mich abgleiche, das ist von den letzten Fotos, sage ich, hey, du musst Energie sparen, wenn man fliegt, all die Sachen. Aber darf ich da schnell einhaken, da liegt es natürlich auch daran, dass der Simu sich immer aus Moral
Post aufführt. Sein Motto ist Wasserpredigt und Weiss auf. Also auf der einen Seite zeigt er mit dem Finger auf mich, wo halt ein Bünzli-Vödelbürger ist, wo sicher auch ein Bewusstsein hat für Klima, aber natürlich viel Sachen falsch macht, das bin ich mir auch bewusst. Und er zeigt dann immer mit dem Finger auf mich und genau das fliegt ihm dann auch um die Ohren, wenn er es ja selber nicht besser macht. Aber ist ja auch das, was wir ein bisschen suchen. Und das machen wir ja auch wieder ein bisschen extra. Also wenn du fragst, was ist das Schlechteste, was er je hat erlebt, können wir das wie nicht sagen, weil wenn wir es gemacht haben, dann ist das immer mit dem absoluten Bewusstsein, dass der Simon dort über das Ziel rausschießt oder dass ich über etwas daraus rausschieße. Und darum können wir wie nicht sagen, es hat mal einen hohen Shitstorm gegeben. Also wir haben mal Gülschen angerufen am Samstagmorgen, weil irgendwie Klatsch und Tratsch aus der Zürcher Promiszene erzählt im Podcast. Und die war dann ein bisschen pisst gewesen. Aber auch dort haben wir es, glaube ich, mehr als gut jetzt wieder. Und die ist sogar noch die Live-Show vielleicht gekommen. Aktuelle Geschichte, ich habe Bodyguard engagiert. Und wir laufen nur noch mit dem Bodyguard, mit dem Livio, umeinander. Und dort gibt es immer wieder Leute, die sagen, hey, das ist völlig über das Ziel rausgeschossen. Aber das sind ja Sachen, die wir wollen. Also wollen, es ist nicht auf der Agenda, nochmal. Aber auch polarisieren, auch im Wissen, dass wir polarisieren. Und das macht irgendwie auch Spass. Ja. Wo seid ihr in 15 Jahren? Er im Altersheim, wo ich in Klapse. Simon, wie alt bist du jetzt? 41. 41, Michel. 30. Ja, frisch 30. Genau, Bucketlist, so drei Sachen, die du noch sagst, das ist in den nächsten 15 Jahren so Bucketlist, wollen wir machen. Privat oder? Allgemein, kann auch privat sein. Ich will mal richtig stoned sein. Bin ich noch nie gewesen. Simu, du? Also vor allem, was ja vielleicht auch noch Vater werden. Oder? Genau, das ist natürlich bei mir auf der Bucketlist. Das ist meine grosse Angst, dass es in den nächsten paar Jahren kommt. Weil ich schon weiss, wie er mit der Morgenshow zu Weg ist. Und dann kommen noch Kinder dazu. Ai. Ja, es ist aber ein Herzpflaster. Das hast du alles durchgemacht in die Schule. Nein, bei mir ist natürlich Familienplanung irgendwann, sage ich so, in den nächsten 15 Jahren, ist natürlich ein Thema. Er hat das schon ein bisschen früher angegangen, das Thema. Ist jetzt schon aus dem gröbsten Dust. Nein, wir also grundsätzlich sehen wir uns noch zusammen die nächsten paar Jahre. Ich habe den Krampf. Du hast den Krampf? Ich habe einen Lungenkrampf. Wieso hast du einen Lungenkrampf? Schlotet wie Nummer 1. Ja, nee. Ich wusste, du hast wieder angefangen rauchen. Also angefangen wieder. Zum dritten Mal aufgehört und wieder angefangen. Mhm. Und jetzt hast du Krampf. Ja, jetzt habe ich Krampf, dann habe ich Lungenkrampf. Also, und beruflich sonst noch? Ja, beruflich. Das ist eben auch noch so schwierig. Ich bin jener, der weiß nicht, was für Pläne hat geschmiedet. Sind wir im Moment so gut bedient mit unseren verschiedenen Säulen und Standbeinen, die wir haben, die einfach Spass macht, die zu bespielen. Aber dass da die eine oder andere weitere Sachen wird, aus dem Boden kommen, da bin ich überzeugt. Und das ist auch unser Anspruch. Es wird uns auch gleich mal langweilig. Also ich sage, das erste Wochenende, wenn, sind wir jetzt wie lange? 2 Jahre oder 3 Jahre? Oder 3 Jahre, seit 19, ja. Oh, seit 19 ja. Dran. Das kann dann auch in die eine Mal sein, komm, jetzt machen wir ein neues Format. Einfach zusammen neue Sachen angehen, neue Challenges, egal ob das jetzt wie das ist und wo das ist. Aber da haben wir echt immer noch Bock, weiterzumachen und nicht bleiben stehen. Also bisschen, das kann man, glaube ich, so ein bisschen zusammenfassen. Das ist ein bisschen allgemein, aber wir wissen es selber nicht. Fabio, was fragst du so eine Frage? So, ist gut. Also vielleicht auch noch etwas, auch grundsätzlich vielleicht auch mal neue Leute noch ein bisschen aufbauen. Also das ist etwas, was mich interessiert. Also wir müssen auch nicht da drin, aber wir reden, noch nicht gegen die Nase zuvorderst haben. Und neue Talente zwingen wie dich, Fabio. Mit dir wollen wir nachher noch schnell ein bisschen reden. Gibt es den 3-Jahres-Vertrag? Ich werde schön, erfolgreich und vermögend. Ja, das wird schwierig in unserem Team. Aber okay. Erfolgreich wirst. Cool. Content Talk, wir haben über Content geredet, wir haben über Podcasts geredet, über Social Media, über Kreativität. Podcast soll ja ein Nutzen sein für die, die zuhören und nicht einfach nur seichte Unterhaltung. Im Bereich Content, wenn ihr einen Tipp geben könnt, jetzt noch abschließend zusammenfassend. Hey, wenn ihr Content machen wollt, alle wollen Content machen, auf Social Media oder plötzlich noch ein Newsletter oder ein Podcast. Ein Tipp, wo ihr könnt sagen, hey, das ist ein 2023 Content, dort spielt Musik. Macht es so und so. Das ist schon schwierig, wieder je nach Zielpublikum natürlich unterschiedlich. Aber wenn man jung sein will, ja, dann auf TikTok. Wenn man will, alt sein will, dann auf Facebook. Wenn man will, konventionell bleiben will, vielleicht gleich überlegen, wie schaffen wir es, dass wir nicht einfach
einfach wirklich nur Werbung machen, wie es schon seit wie lange es gibt. Wann ist das so entstanden? In den 50er Jahren, glaube ich, ist so ein bisschen die erste Werbung entstanden, wo man so Plakate gemacht und Kampagnen. Einfach mal ein bisschen weiter überlegen, im Wissen, dass der Mensch einfach bombardiert ist mit Werbung, mit Produkt, mit Content. Egal wo du hergehst, es gibt da so eine Statistik, die ich leider nicht auswendig weiss, wie viele Eindrücke du aus durchschnittlichen 0815 Bürger oder Bürgerin tagtäglich bekommst auf die Einprasseln. Und darum einfach nochmal im Wissen, dass man sich ein bisschen abheben muss von anderen, egal ob jetzt der Schlüsseldienst mies im Rücken ist. Einfach ein bisschen weiter überlegen als das Erste, das naheliegend ist. Und dort probieren, wie sie Weg zu machen, Freude daran zu haben und dementsprechend Content machen, nicht aus Müssen zu empfinden, sondern aus Wollen. Ich habe nochmal ein Kommunikationsprinzip entwickelt. Das ist so ein Werkzeug. Kann man sich grundsätzlich in Frage A, Idee, bin ich authentisch, intuitiv und denke ich ein bisschen. Also die drei Sachen. A, das Wichtigste, authentisch sein, intuitiv viel auf das Bauchgefühl hören. Das ist so ein Speicher, den wir in uns haben, den man völlig eben, vergisst, weil man viel zu viel denkt und viel zu viel Ängste in der Birne rumschwirren. Und als kleinste Säule, der Denker, der natürlich noch so ein bisschen der Anker ist, die Sicherheit, dass man nicht wirklich Blödsinn herauslässt. Also die drei Sachen, A, Idee. Etwas, was ich vom Simon mal gelernt habe, kill your darlings. Kannst du mir da schnell etwas dazu sagen, wie die das handhabt mit diesem Leitspruch? Ja, okay. Also den Spruch, Spruch hat er nicht erfunden. Nein, nein, klar nicht. Aber also, wenn es jetzt anstrengend ist, jetzt nach dem Ende von dem Podcast, kann es noch Ding. Ich kann sagen, wo das entstanden ist. Nur mal, das gibt es ja schon lange. Kill Your Darlings. Also, ich kann mich erinnern, das, was ich an Scherztelefon vor genau 20 Jahren produziert für B1 dann zumal. Hatte ich einen Produzenten an meiner Seite, ein Urgestein beim Radio. Und ich bin völlig übermotiviert mit meinen schon geschnittenen 3 Minuten Scherztelefon zu ihm gegangen. Und hat ihm gesagt: Simon, kill your darlings. Und ich bin aber verstört gedreht und habe das Gefühl gehabt, das ist doch genau das Wichtige jetzt gewesen, diese 3 Minuten. Nein, jetzt nimmt er den Flow raus. Am Schluss ist das Pfeil von einem Scherztelefon vielleicht noch 1,5 Minuten gewesen und hat erst durch das wirklich Erfolg gehabt. Also auch können sagen, ich verzichte darauf. Du wirklich die Essenz rausstreichen, die Highlights rausstreichen und Inhalt auf Platz 2, Platz 3 konsequent rausschneiden. Da macht man bei uns im Podcast etwas falsch. Ja, es kommt völlig auf das Format drauf an, aber grundsätzlich auf den meisten, ich sage nochmal das Wort Vektoren, ist eine Stringenz und eine Kürze wichtig, weil die Leute haben kein Geduld mehr. Aufmerksamkeit, habe ich die neuesten Statistiken gesehen, ist bei Erwachsenen, glaube ich, jetzt bei Radioinhalt nach 10 Sekunden muss er gecatcht haben und Teenies sogar 5 Sekunden und dann ist die weg. Also muss auch gerade am Anfang irgendetwas haben, das die packt und dann kommt auf den Punkt und sonst kannst du dich in einem Podcast ausleben, wie deinen da hier, wo man halt dann auch vertieft kann auf etwas eingehen und auch länger darüber reden. Neuer Spruch, den du auf den Oberarm kannst tätowieren: Sek ist sexy. Sek ist sexy, was du, Simon, auch gesagt hast, mir gerade in den Sinn gekommen. Der Präsident von Real Madrid hat ja darüber nachgedacht, zum Shootmatchen verkürzen, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Jungen nicht mehr so lang ist, über 90 Minuten, weil es langweilig wird. Das finde ich aber eine Entwicklung, auch mit den Kurzvideos, TikTok, Instagram, Reels. Musik, also, nicht Musik. Die Kurz, einfach, es muss, wenn es 10 Sekunden das nächste oder das nächste auf TikTok, dann plötzlich bist du 2 Stunden vor TikTok und swipes. Wie geht, das ist eine Entwicklung, wo ich sage, gefährlich für die Gesellschaft. Und ich sage, nehmt ihr auch mal am Abend noch das Buch führen und so, weil sonst wird dann nur noch die 10 Sekunden und dann musst du die 10 Sekunden musst haben, wo ich sage, dort, der Wechsel zu so einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne und jeder Content Creator oder jedes Unternehmen probiert nicht dort reinzugehen, das finde ich noch schwierig. Ich finde, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite ist das, was ich vorhin gemeint habe, es prasselt so viel auf dich ein, darum hast du ja auch keine Aufmerksamkeit mehr. So, die Speicher ist wie gefüllt. Die Wissens- oder die Lust auf Zeug zu konsumieren, ist ja wie gefühlt. Und gleich macht man es ja dann gleich, wenn man da in Spirale gefangen ist und nur am Scrollen. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, das wird sich wieder wegentwickeln. Schau Podcasts an, wie die gestiegen sind in Hördauer, in den Hörzahlen. Die Schweiz hinkt immer ein bisschen nach. Deutschland macht es vor. Weltweit sind Podcasts das Erfolgsding der Stunde im Moment. Und es ist ein Podcast. Alles andere als kurz, alles andere als schnell, sondern um mal wieder an einem Gespräch zuhören. Ungeschnitten, das machen wir auch so. Wir setzen keinen Schnitt in unserem Podcast. Weil wir es einfach eins zu eins, weil wir es real, echt wollen überbringen. Und ich habe das Gefühl,
das wird sich irgendwann wiederkehren. Es ist wie mit jeder Dekade, ob es jetzt in Mode, in Musik. In Musik macht man es ja so. Unter 2-Minuten-Songs noch, Deutschrap-Songs. Refrain, Strophe, Refrain. Nicht mal mehr Strophe, also vielleicht nochmal der Refrain. Ja, ja, aber du musst schon natürlich dort nochmal unterscheiden. Du kannst nicht echt sagen, grundsätzlich, wenn die Leute wieder eben Länge Inhalt. Du musst auch etwas zu sagen haben. Es fällt und wie sagt man dem? State of Kate. State of Kate, genau mit dem. Also du musst irgendeine Persönlichkeit sein. Und darum stimmt, dafür hat es nicht vom Real Madrid-Trainer. Du Fan bist ja und hast emotionale Verbindung zu dieser Mannschaft. Und du weißt ja nicht, was in diesen 90 Minuten passiert. Es ist nicht ein geschriebenes Buch und es ist nicht ein Film mit einem Happy End. Dort bist du dran, dort hängst du denen nicht an den Lippen. Bei uns ist es eher an den Lippen, bei denen an den Füßen oder was auch immer. Also das verhält nicht. Ein Schubmatch musst du nicht kürzen, das stimmt nicht. Unser Podcast musst du auch nicht kürzen. Aber du kannst nicht am Radio, der Hamzi, der bei Radio Freiburg moderiert, sagen, du jetzt mal eine Stunde durchreden, weil das ist der neue Trend, dass die Leute da gerne mal ein bisschen dran. Nein, lass es keine länger als eine halbe Minute zu. Aber ich muss sagen, dass es nicht kürzer gleich besser ist. Das ist ja so. Das ist ja so, wie du hast genau. Zusammenfassend können wir genau sagen, eben, es kommt, Content ist sehr vielschichtig. Es kommt sehr darauf an, auf welcher Plattform tue ich meinen Inhalt, mit Content ausspielen. Marketing braucht Content. Social Media ist ein Kanal davon. Ein Podcast ist ein Kanal. Ein Newsletter ist ein Kanal. Und sehr vielschichtiges Thema. Eben, man kann es nicht abschließend diskutieren. Sehr viele coole Einblicke, Tipps und Tricks von euch bekommen. Meine letzte Frage. Gibt es etwas, das ihr noch loswerden möchtet? Hallo, Gabi! Gabi, hoffe, du bist gut unterhalten. Dem Millionenpublikum, Gabi, grüße, so gut ist. Die Sohn macht es super, das muss man sagen. Nein, von mir aus gesehen, wenn man alles gesagt hat, kein abschließendes Thema, da kannst du Stunden darüber labern. Habt die Freude am Leben, nehmt euch nicht zu ernst, habt die Freude an der Sache, die ihr macht, wie ja. Der Febu, der hier zur 3,5 Stunden am Aufbauen war, für jetzt einen tollen Podcast abzuliefern. Hat ja Spass gemacht auch für dich. Ich hoffe, dass alles funktioniert, jede Kamera hat funktioniert, und Ton und hier und so. Aber schön, ich würde sagen, wir machen ein awkwardes Ende. Okay. Wir sagen Content auf 3. Was? Content auf 3. Ich komme nicht raus. Wow, das ist doch... 3, 2, 3, Content. Aha, okay, ist gut. 3, 2, 1, Content. Content. Das ist huere peinlich. Ja. Das ist mir spontan in Sinn gekommen. Kill your darlings. Intuitiv hat mein Bauch schon vorher gesagt, das ist eine scheisse Idee. Nein, das ist schwierig. Wir laufen jetzt nicht nur auf deinen Bauch. Lass nicht nur auf deinen Bauch, das möchte ich dir mitgeben. Gut, also. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Gut. Das ist ganz peinlich, das schneiden wir auch raus. Ja, so was ist du mehr. Du warst schon. Nein, wenn es jetzt noch ein bisschen mit dem und dann schon 1, 2, 3. Content! So, aber 1, 2, 3.